Wir spielen Darktide Warhammer 40k an diesem wunderschönen Warhammer-Tag. Der Green ist bereits hochgefahren und meine Arbeitstemperatur ist erreicht. Mal gucken, ob das reicht für ein Spiel, in dem es sehr schnell, sehr hart, sehr blutig wird. Irgendwann haben wir es schon mal gespielt, schon eine ganze Weile her. War das eine Beta? War das Early Access? Ich weiß es nicht mehr. Vielleicht war es auch der Vorgänger, aber auf jeden Fall war es ein typisches Multiplayer-Online-Gemetzel mit viel Nahkampf, Wellen an Wellen von Gegnern und einfach der brutalen, wie nennt man das, dem brutalen Setting des Warhammer-Universums. So, jetzt geht's auch schon los. Also ich freue mich natürlich auf den Nachfolger, Sons of the Forest, glaube ich. Wäre auch durchaus bereit, das mit diversen Leuten im Team zu spielen. Müssen wir mal gucken, ob man Leute finden, die Bock haben. Also jetzt primär, vielleicht hat ja der Nils wieder Bock oder der Ede oder der, ja gut, Budi braucht man, glaube ich, nicht fragen. Aber halt ne, Leute, mit denen man sonst auch viel streamt. Vielleicht hat ja Kies Bock oder Gnu. It is the 41st Aber jetzt erstmal Warhammer Darktide. For 10,000 years, the Imperium has dominated the galaxy. There is only war. Every human soul, from the most highborn lord to the most basic servant, is dedicated to the service of the God Emperor of mankind. Die Geschichte ist einfach so geil von 40K. From the conscripted soldiers of the Astra Militarum to the elite space marines of the Adeptus Astartes. Keep humanity safe from alien threats and cosmic horrors beyond imagining. But there is another war. It is the one in which I serve. Okay, der wird nicht überleben. Mach mal ein bisschen lauter fürs Intro. Our war is not one of battlefields and fleet engagements. It is waged by the dedicated agents of the Imperial Inquisition. Ich finde das auch so nice, wie hier die Technik aussieht. In the cities and hives of the Imperium. Das hat schon fast was teilweise von so Final Fantasy Welten von außen. Wenn man dann reinkommt, ist es einfach nur noch dark and gritty und brutal böse. With us. Ganz schön viel Verantwortung. Mein erstes Warhammer-Spiel, was ich jemals gespielt habe, war Space Hulk. Das kennt ihr wahrscheinlich gar nicht mehr. Und zwar war das damals, Space Hulk werden diese Raumschiffe genannt, zumindest in diesem Universum, die im All treiben und herrenlos sind und diese meistens von Monstern bevölkert. Und man musste da seine vier Space Marines immer so durch die Gänge schaffen, dass sie quasi alles gesäubert haben und musste halt mit manchen sich den Weg freischalten, um mit dem dritten, vierten dann weiterlaufen zu können. Also es war wirklich interessant, aber sehr simpel, aber auch schon damals mega brutal. Kenn ich. Nee, ich meine Space Hulk, das Videospiel für die PlayStation 1. Das ist, wie gesagt, das erste, was ich kennengelernt habe. Also, nehmen wir die Scharfschützen. Soldaten, der Fähige oder erfahrene Krieger. Eiferer sind fanatische und gläubige Krieger, deren Zorn und Impuls im Namen des Imperators sie an Orte führt. Okay, okay. Was ist das hier? Psychische Mutanten oder Psioniker schöpfen Kraft aus dem Immaterium, um ihre beeindruckenden mentalen Fähigkeiten zu stärken. Sie wurden im gesamten Imperium mit Argwohn, große Reichweite, zerbrechlich von Gefahr angetrieben.
Schädelbrecher, das sieht doch aus, als wäre es was für mich. Riesige, mächtige Abhumane, die oft vom Astra Militarium als Stoßtruppen eingesetzt werden, stark und treu, besitzen aber nur eine begrenzte Intelligenz. Passt, finde ich, zu mir. Kurze Reichweite, C und Ansturm. Ich würde halt gerne was haben, was ein bisschen beweglich ist, was ein bisschen alles Mögliche kann. Reichweite, präzise, taktisch, also ballern. Was hat der Prediger nochmal? Kurze Reichweite, hoher Schaden, Ansturm. Ach, schwierig. Okay, komm, ich kann nicht anders als den nicht nehmen. Ihr habt auch gerade gesehen, was da zu sehen war. So, wo wollen wir anfangen? Vielleicht irgendwo, wo es nicht direkt blühende Industrie meldet. Ozeanische Welt. Das finde ich gut. Achso, wo kam ich her? Darum geht's. Ein wehrpflichtiger Gezeitensammler, Militärlakai. Ein Schlammwühler. Das finde ich gut. Von der Arbeit geschmiedet, lokaler Kämpfer, Schwerstarbeiter. Das bin auch ich. Minenunfall rekrutiert, gerettet vom Sarge, gestrandet, Wurmschirm dekoriert für die Tapferkeit. Natürlich! Nee, Massaker auf der Station Ulk. Die gefällt mir gut. Alter Mann, ey. Was für ein Typ. Okay. Geil. Leichter Überbiss. Blaue Augen, Frisuren. Oh, gibt's da überhaupt Frisuren? Moment. Der ist gut. Also der Topf ist es vielleicht. Gibt's noch eine blödere? Nee, die sehen alle zu cool aus. Nee, okay, dann ist es der Topfschnitt. Da. Und vielleicht auch mit einer anderen Farbe, dass man den auch sieht. Das sieht schon ganz schön dumm aus. Der gefällt mir eigentlich. Ja, so. Gesichtsbehaarung. Ja, oh Gott, das wird immer besser. Okay, gibt es hier auch Tattoos? Braucht man die überhaupt? Ich weiß nicht, aber die sind schön verschlissen. Das sind echt keine schlechten Tattoos, merke ich hier gerade. Ach, muss reichen. Körpertattoos, alles voll. Wo sind denn die krassesten? Da, das ist schon der geilste. Narben auch bitte einmal alles. Oh, das sind aber auch gut. Das haben die echt gut gemacht. Ja, die klassische übers Auge Narbe. Höhe. Riesig. So, Persönlichkeit. Ist es nicht alles dasselbe? Der Schläger, der Raufbold. Die Persönlichkeit ist wie auf andere. Ah, okay. If you want to win, strange life. Not part of the Astra Mil. If you want to win. Not sure how I got here. Never am. Ich muss ihn auch verstehen. Volksverhetzung, Vernachlässigung der Pflicht, fehlgeleiteter Glaube, Ungehorsam. Ich finde, Ungehorsam trifft am besten zu für ihn. So. Wir machen hier nochmal schnell Smashma, Nork, Dragbo, Von, Tuk, Brograd, Rock. Ah, das ist schon ganz geil. Ja, dann kann man dich doch einfach Mon nennen. So, ich muss, glaube ich, den Prolog noch spielen, lieber Colonel Hogan. Ich komme gleich mal, sobald ich den gespielt habe, komme ich dann online und dann spielen wir zusammen. Prisoners all secure, ma'am. I'll check for myself, if you don't mind. Of course, ma'am. But do be wary. Every one of them's a filthy heretic. That one certainly is. Keep him intact. No accidents. My master wants to interrogate him as soon as we reach the hive. Of course, ma'am. Upon my life. This one, however. Makes you wonder why we even bother shipping trash like that. Hmm.
Save a lot of data slate work just to process the execution notice now. What do you say, criminal? Shall I put you out of your misery? Canalia. And ours, you would. Be quiet. Well, nothing to say? I'm loyal. Served the throne. But of course, I'll just let you out now then. Shame you'll never get to prove that. Das ist so ein Selbstmordattentäter, ne? Das ist jetzt für alle, die die Vorlage kennen mit Tabletop, ist das wahrscheinlich super cool, weil man halt diese Einheiten alle kennt. Dann macht das natürlich noch mehr Spaß, die in einem Videospiel dann auch zu sehen und potenziell auch steuern zu können. The boxes will be here to feed soon enough. Okay, eine Menge Ausrüstung, die ich bekomme. Das erinnert mich ein bisschen an Callisto-Protokoll, oder? Ah, okay, ich kann springen. Oh, danke Teufel und Masi 001 und die Orkulele. Die Orkulele gefällt mir besonders gut. Ich mag's, wie hier alles irgendwie mit Totenschädeln, als wäre das eine der wichtigsten Ressourcen. Totenköpfe. Ah, hier kann ich ja noch irgendwas machen. Danke. Danke. Gegen so Einzelne ist es dann wirklich komplett lächerlich. Die haben ja überhaupt keine Chance. Aber es ist ja natürlich auch das Tutorial. Hier wird mir ja nur alles beigebracht. Ich mag auch diese Technologie. Ich mag, wie das alles so aussieht, als würde man es nicht verstehen können. Zumindest bestimmte technische Elemente hier. Klar, Rohre, Kisten. Aber alleine, dass es so viele verschiedene Rassen gibt und alles so weird mutiert aussieht. Und dann haben sie trotzdem diese simplen Schlagwaffen, obwohl es 40.000 Jahre in der Zukunft spielt. Wo sind die Laserkeulen?
Das ist nicht nur ein Totenschädel, das ist ein sogenannter Servitor. Die sind zu Tode verurteilte Verbrecher, deren Körper nach ihrem Tod dazu verwendet werden, einfachste Dinge zu vernichten und als eine Art KI verwendet werden. Tatsächlich wusste ich das, aber ich wusste nicht, dass das auch für die Türöffner schon gilt. Weil ich kenne das als... ich kenne das aus einem anderen Spiel, wo sie die obere Hälfte einer Person verbaut wurde als KI. Und das finde ich absolut geil als Teil der Geschichte. Finde ich wirklich geil. Aber dass du auch einfache Türöffner auf diese Art generierst, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber sowas mag ich, ne? Dass du hier nicht diese LED- oder Hologramm-Displays hast, sondern du hast hier diese kleinen, komischen, runden, teilweise auch konkaven Bildschirme. Anders, als man es erwarten würde. Oh Mann, der Typ ist so krass. Der gefällt mir richtig gut. Das ist auch genau die Waffe für ihn. Das Ofenrohr. Great. You come for blood too, criminal? You said you were a loyal servant of the throne. Ja, es ist ein Arena-Shooter mit Wellen. Also zumindest glaube ich, dass es so war. Vielleicht sind es auch richtige Areale, die man durchlaufen kann. Aber ich glaube, es ist eben so, so kenne ich zumindest noch aus der... War es die Early Access? Dass man halt viel Wellen abhält. Aber ich bin gespannt. Vielleicht irre ich mich auch und verwechsel das gerade. Aber ich kann mich erinnern mit Nils... und Ede, das im Dienstag mal gespielt zu haben. So. Zwei Waffen. Alter, siehst du das Ofenrohr? Schon die Oma hat gesagt, steh nie vor dem Ofenrohr. Aber er wollte nicht hören. Guck mal, ist die Zukunft. Und das ist alles, was sie haben an Stühlen. Da bin ich ja besser. Das ist ja mein Werbescreen besser. Aber ist das so ein Hydraulikstuhl, den du quasi mit diesem Gaskanister nach oben feuern kannst? Ich weiß es nicht. Irgendjemand hat sich dabei ja was gedacht. Ja, hallo Stanbuck. Freut mich sehr, deine Bekanntschaft zu machen. Obwohl du schon 8 Monate hier bist, ne? Okay. Haha, habe ich die Glatze. Glatze gescheitelt. Danke, Officer Bob. Das ist Retro-Future-Design. Ja klar, kenne ich von Alien Isolation. Aber das sieht dann halt doch nochmal anders aus als hier, obwohl es gewisse Ähnlichkeiten mit den typischen... diesen typischen Schiffen aus, zum Beispiel Alien... diese Dropships hat. Great. Läutert die Ketzer. Alter. Das ist ja noch einer. Kumpel!
Also smart ist es von denen aber nicht, genau hier reinzukommen. Seht ihr denn nicht, dass das vielleicht der schlechteste Anfangsort ist? Und dann kommen die mit so einem Ding. Toll. Tolle Musik auch. Richtig schön verstörend. Immer ein Stück schlimmer werdend. Ja. Genau, hat ein bisschen was von Rammstein. Stimmt, Cat Striker. Ist auch sehr interessant, wie in meinem Chat so die Lore-Kenntnisse gerade aufgefrischt und ausgeteilt werden. Wenn ihr was wissen wollt, geht in den Chat, die beantworten euch gerade jede Frage. Geil, der Chor auch. Just don't tell anyone I let an escaped prisoner save my life. You'll be more than dead. Er ist mir grundsympathisch. The next step before we... Is this kind of no-opa the best we can recruit these days? This one could be useful. Claims to be a loyal servant of the throne. Sounds great. This... I'm Sergeant Major Morrow. You're fresh meat. Mission briefings come through me. Let's see what you can do. All right. Get to the Psychanium. Did you for further training? Once you are shackled to my glorious Psychanium, I will mentor you in the skills and operative needs to survive. Dieses Gotische ist so geil, dieses völlig übertriebene, so ein bisschen wie wenn Batman ein Raumschiff designen würde. Though they may leave persistent feelings of inadequacy. Also hier guckt man sich halt einfach wirklich gerne an, um. Irgendwelche Räucherlampen mit irgendeiner Orgel. Orgelleuchtlampendecke. You are a challenge for us both. Ja, halt nur Grundausbildung, ne? Es ist wirklich sehr interessant, in diese Geschichte reinzulesen, die ihr immer wieder im Chat postet. Oh,
welcome to the Psychonium, little one. Let's make a soldier of you. You can chain light or heavy attacks in any order. Chained attacks have different angles of attack and damage properties. Some weapons have a powerful special attack. Others have a special ability that changes their next attack. Ah. Okay. Pushing can stagger groups of enemies. Pushing requires stamina. Grenades can be equipped and thrown. Each class has access to different grenades. Aber eine Kiste. Use your combat ability to charge into enemies and knock them back. Okay, F. Dodging allows you to evade range fire and melee attacks. Melee attacks cannot be dodged if you have a ranged weapon active. Enemy attacks initially damage your toughness. Once your toughness is broken, they damage your health. Additionally, enemy attacks will stagger and stun you if you have no toughness. Killing enemies in melee replenishes toughness. Each nearby teammate also grants toughness regeneration. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie ich eine Nahkampftötung ausführe. Einfach nur durch Nahkampf, okay. Ich dachte, es gibt noch so einen Finisher oder so. That marks the end of basic training. You are now ready to serve. Should you wish to further hone your knowledge, you can undertake advanced. Das brauche ich nicht. So, jetzt sind wir, glaube ich, an dem Punkt, wo wir in ein Spiel starten können. Ja, viel mehr habe ich ja nicht, ne? Kosmetik, ne? Einen lustigen Hut vielleicht. Hier, warum nicht das? Ups. Das ist schon besser. Wo hat er die Totenköpfe her? Ist doch noch ganz neu. Hat er irgendwo gebrauchte Totenköpfe gefunden und gesagt, die hänge ich mir jetzt um? Und wo hat er den großen her für den Schritt? Das sind ja zwei völlig unterschiedliche Kopfgrößen. Ja, Abzeichen habe ich natürlich noch keine. Er ist ein wunderschöner Mensch. Ist er überhaupt ein Mensch? Er ist ein, wie war das? Nicht Subhuman, irgendwas. Oh, Übermensch? Ich weiß es nicht. Niemand weiß es. Okay, so reicht. War Familienrabatt bei den Totenköpfen. Ja, die gehörten alle zusammen. Sechs. Eine Familie von sechs. Ein Vater war dabei. Sechs Kinder. Ja, traurig, aber das ist eine harte Welt. Er braucht ja schließlich so einen Gürtel. Okay, Moment. Hineingehen. Supermutant. Demi-Human. Ein Orgrün. Okay, ein Demi-Human. App-Human. Abhuman. Abhuman. Okay.
Also bisher mag ich das Spiel, weil es irgendwie recht kompromisslos aussieht, aber auch eine interessante Welt bietet. Die Story ist bisher banal, aber darum geht es wahrscheinlich auch nicht. Gerade wenn man sich nicht in dieser Welt auskennt, ist alles ja neu und irritierend, aber auch faszinierend. Das zum Beispiel. What the fuck? Robo-Priester? Ein Hologramm, Alter, wie geil, Hologrammkopf! I am Grendel. It is my honor to serve the God Emperor of mankind and fight the darkness that contaminates the Imperium. The supreme power of the Holy Inquisition is mine to wield. Who am I? I'm a warrior. The Hive World where Tome of Crime is a vital stronghold of Imperial power. No matter the darkness, no matter the racking storms of space, a Tome of Crime must stand resolute. But a threat has come. The very darkness I am sworn to deny. Who am I? I have learned that Atoma is cast from the dark stain of chaos. Chaos is the arch enemy of mankind. It is the damnation of the warp. It is everything I am sworn to oppose. And who am I? I'm a warrior! It can only be cast out by the light of the throne and the scourging touch of flames. Who am I? An instrument of the Inquisition, and no matter the risk to body and soul, I will purge the Hive. I am incorruptible, and cut out every scrap of darkness I find. Who am I? I am a warrior! Ein Krieger? Eins Krieger! Zwei Krieger? Drei Krieger? Okay, jetzt kann ich die Mission machen und kann wahrscheinlich jetzt auch mit euch zusammenspielen. Da hat er mich schon angenommen. Ablehnen und blockieren! Nee, natürlich gehe ich direkt mit, denn ich habe keine Ahnung von diesem Spiel. Ich bin dankbar über Colonel Hogan, der jetzt hier wahrscheinlich alles einstellen wird, oder? Wo bist du? Warum bist du nicht hier? Warum sehe ich dich nicht? Mal gucken, ob du uns überhaupt hast. Ich meine, eigentlich müsstest du doch jetzt hier... Lad mich nochmal ein... Ah, da sind sie alle. Callista, Hogan, Fennell und ich. Ich nehme an, das ist jetzt richtig, ne? Da seid ihr alle. Okay, gut. Das hat geklappt. Ich bin bereit. Viel mehr kann ich eh nicht machen. Der hier wird auf jeden Fall nicht lange überleben, der Colonel Hogan. Du hast ja absolut gar nichts, Alter. Du hast ja nicht mal eine Rüstung an. Nicht mal einen Helm. Aber Hauptsache Backenbart. Okay Leute, ich bin sehr gespannt. Hogan wird es schon reißen. Die anderen beiden, die dabei sind, sind die auch aus meinem Chat? Oder sind das irgendwelche Randoms oder Freunde von dir? Ich weiß es nicht. A little, but it's free of tranks, unlike lower down. You'd breathe it less if you knew what was really in it. Ruins and dust. I do not like. My legs are aching already.
Why do we have to walk everywhere? Of course. I'll just drive you there instead. I've been stranded by Skyfire halfway there. To reach the comms, Plex, you're gonna need to access the hangar ventilation system. We're in it this time. So far, so good. Time to bypass the consular security. Hello? Switch! Beautiful! Der hat nur einen Schuss oder was mit dem Ding? Ich weiß natürlich jetzt überhaupt nicht, wo ich lang muss. Ich muss mich wahrscheinlich bei den Leuten hier orientieren. Deswegen bleibe ich da auch mal lieber. Die scheinen ja gerade ganz gut was zu machen. Gibt es denn Friendly Fire? Kann man mich, kann ich quasi dafür sorgen, dass ihr Ärger kriegt? Das will ich nicht. Oder umgekehrt, könnt ihr mich töten? Oh, das waren fast, ne? Ah, da hat's mich voll erwischt. Okay, also dass das Ding nur einen Schuss hat, ist ein bisschen irritierend, aber es muss halt auch sein. Ich bin ja nur mal ein Nahkämpfer. Dann hau ich halt schön mit dem Nahkampf auf ihn drauf. Jetzt habe ich bald mein Schild schon wieder leer. Da holt sich's gerade, er holt sich's gerade wieder. Aber der andere Orgrün ist ganz schön. Hat ganz schön gute Konditionen hier. Aber ich mag das, wenn die Figuren untereinander miteinander reden. Das finde ich irgendwie. Es gibt dem Ganzen eine gute Immersion. Veteran, attend! Ammo for you! Anyone fancy a bit of a sing-song? Ich laufe lieber mal euch hinterher, Colonel und Callista. Ich hoffe, das ist richtig. Insgesamt geht es hier wahrscheinlich darum, alle Areale mal abzusuchen. This is the right direction. Just what I needed. Medicare Station. Look at the view. Ja, da will ich hin. Ich habe nämlich, wie ihr gesehen habt, ein bisschen Energie verloren, weil ich natürlich auch der Tank bin. She flies straight. I mean, she does fly straight, right? Okay, ich muss hier einfach nah kämpfen. Da fliegt das Bein. Da kann er die Beine in die Hand nehmen, wenn ich mit ihm fertig bin. Come get it!
So, Granaten muss ich noch lernen, wie man die... Ach so, G. Ich meine, ist das jetzt wirklich eine Granate? Ich habe immer noch das Gefühl, dass er aber nur die Box wirft. Gibt's eine Lampe? Nee, ah, verdammt, F ist ja... Shit. Ah, tatsächlich. Orgrün wirft keine Granate, er wirft einfach die gesamte Box. Extrem viel Single-Target-Damage. Kein guter hier AOE. Also der macht keinen Bereichsschaden. Aber er wirft die Granatenbox. Das ist so geil dumm. Das ist, ich liebe es. Ich liebe es für seine Dummheit. Er ist einfach ein ganz großer, der Mon. Alter, der wurde krass zu Tode gefoltert. Ja, gar nicht so übel, ne? Aber sehr kleine Beine. Oh shit, okay, da kommen einige. Hier müssen wir irgendwas sammeln. Okay, komm. Hau, Nahkampf. Irgendwas hier müssen wir sammeln und dann... reinstecken. Wahrscheinlich sowas hier. Ah ne, das ist nur Munition. Nanu? Ah, da hat einer schon was geholt. Gut, der wird ja auch angezeigt, wo ich hin muss. Da helfe ich. Habe geholfen. Hier würde ich, könnte ich mir sehr gut so eine Bud Spencer Mod vorstellen. Müsste nur noch die Inneneinrichtung besser kaputt gehen. Sag mal, fallen aus denen da Maden und Würmer raus? Ja, ne? Das ist ja geil. Super geil, eklig. Hogan macht es.
ungelogen der MVP dieser Runde. If you seize one. That's the problem, big man. It's not always obvious. Given him on Terra's abilities, perhaps it is Blunt who should be considered deviant. You're on the right path. Keep an eye out for the transmission dish. Danke, Wonne und auch Formi und Ozymandias. Schön, dass ihr den Weg hergefunden habt in meine kleine Metzgerei. Genau, der Hebel. Habt ihr? Habt ihr. Okay. Das war gut. Das war eine schöne Granate. Einfach herrlich, das macht so einen Bock. Aber wenn ich bin hier halt auch wirklich der tumbeste, breiteste, single-mindeste Nahkämpfer, den man sich vorstellen kann. Einfach hauen, links, rechts, rechts, links, oben, unten. Das sind die einzig wichtigen Entscheidungen, die ich zu treffen habe. Neben der Entscheidung, soll ich jetzt bluten? Oder mache ich einfach weiter? Ich habe kein Gehirn zum Bluten. Ich bin zu dumm zum Bluten, das ist es. Okay, das nehmen wir trotzdem mit. Danke auch an Beltris. Heute seid ihr sehr spendabel. Was nicht heißt, dass ihr das sonst nicht seid. Aber heute fällt es mir auf. Vielen Dank. Aber entspannt euch. Ihr habt noch ein ganzes nächstes kommendes Jahr, um zu abonnieren, wenn ihr wollt. Oder auch nicht, wenn ihr nicht wollt. Also ich spiele offensichtlich auch mit Leuten, die wissen, was sie tun. Auch wenn die Charaktere Level 1 sind, ist die Erfahrung deutlich sichtbar. Die sind immer einen Schritt voran auch schon. Den hole ich mir. Ah, oh, leider hat ihm schon einer den Kopf weggebröselt. Das wollte ich doch tun. Muss ihn zerteilen. Achso, ich kann ja auch... Man ist so auf Hauen gemünzt, ne, dass man gar nicht mehr dran glaubt, dass man auch ausweichen kann. Ah. Man muss doch mal nachladen können noch hier. Alter, der hat mich aber voll auf dem Kieker, ne? Nein, nicht nur mich! Da hat er mich gekillt! Gut. Irgendwie werde ich geheilt? Nee, ich werde ausgesaugt, ne? Todesopfer. Krass.
Jetzt muss mich irgendjemand retten. This is it. Come on. Das ging schnell. Der hat aber wirklich auf mich jetzt irgendwie es abgesehen. Ne? Jemand hat gerade jetzt geschrieben, nicht auf den schießen, Simon. Ha, bisschen spät. Aber das ist ganz cool. Dann kann ich mir nämlich mal hier die einzelnen Figuren angucken, wie die sich so... Ah, da bin ich schon wieder. Nee, ich will lieber gucken... Genau, die müssen mich jetzt befreien erst. Ich gucke lieber mal zwischen den Figuren hin und her. Das ist eigentlich auch ganz geil. Danke, Kenji 08-15-22. Ah, die holen mich schon. Da mache ich mir wenig Sorgen. Da bin ich ja schon. Vielen Dank, meine Freunde. Danke. Ach, blocken. Ja, genau, blocken. Stimmt, ich habe blocken schon wieder total vergessen. Dashen und blocken, okay. Sollte ja machbar sein. Boah, was geht hier ab? Was geht hier ab? Die totale Läuterung. Kommt alle her. Da ins Auge. Oh, wie unangenehm. Das ist so ein Resident Evil-artiges Monster, ne? Mit ganz vielen Augen, Äpfeln und Tentakeln. Mutierenden Tentakeln. Eieiei. Und dazu dieser Chor. Eigentlich krass, dass sie überhaupt mehr als einen Schlag aushalten. Sei denn, ich lade den Schlag auf. Mit der Knarre kann man auch schlagen. Muss ich gleich nochmal gucken. Ich weiß gerade nicht, wie. Oh, kann ich mit der Waffe eigentlich auch blocken? Nee, nur ranzoomen. Okay. Maustaste 4. Ah, okay, stimmt. Ich habe ja auch noch die andere Maustaste. Genau. Ja. Ja, muss man vielleicht mehr machen. Oh shit, sorry. Ah, es ist schon sehr episch, immer die Kämpfe. Frag mich natürlich, ob das genug Abwechslung gibt, auch durch neue Waffen und Fähigkeiten und Figuren und was auch immer, um langfristig auch wirklich zu gefallen. Es hat durchaus die Gefahr, dass es sich leicht wiederholen könnte hier und da. But hope is not enough. All glory
Da ist sogar so eine Augenluke. Den Kopf weggedödelt. Super, gut gemacht. Ich glaube, das war ein Selbstmörder, so ein Attentäter. Ich mach. Sehr schön. Sehr schöne Granate. War doch so schön. Oh! Alter, den habe ich gar nicht gesehen! Das war eine Mission, okay. Ja, dann machen wir aber noch eine, oder? Mindestens eine machen wir noch. Das ging mir zu schnell. Da will ich nochmal gerne ein anderes Setting sehen. Ah, okay. Ich bin einmal gestorben. Das gefällt mir gar nicht. Aber dafür gibt es jetzt erstmal ein paar EP. Oh, okay. Gut. Okay, eine Mission bitte noch, lieber Hogan, liebe Kollegen. Eine machen wir noch. Dann höre ich heute auf. Was war bisher sehr, sehr schön. Richtig schöne Nummer. Musik und Grafik plus Artstyle ist schon ziemlich cool. Ja, muss ich sagen, es hat wirklich seinen eigenen Style, ein schönes Design. Irgendwie würde man wahrscheinlich Warhammer unter 10 anderen Fantasy oder Sci-Fi, Retro-Sci-Fi-Fantasy-Geschichten erkennen. So, Zwischensequenz. Genießen wir kurz. Danke, Squanto. We're losing trained veterans. And what do I get to replace them with? Dirtbag raw recruits. Alter, was ein Messer! Ein echtes Rambo-Messer! So here's a chance to impress me. You need to give us your best on every damn mission. You understand? I'll be watching you, Acolyte. What does your best look like? Als ob es 40.000 Jahre in der Zukunft noch Rothaarige gibt. So, währenddessen macht Colonel Hogan sucht eine schöne aus. Ich muss kurz die Waffenkammer betreten. Was ist das? Gewänder? Ach, das ist nicht so wichtig. Panzeraustausch. My service is fulfillment. Ah, leider keine Kohle. Okay, dann kann ich das nicht machen, aber ich kann doch die Waffen auswählen. Aber gerade mal gucken. Wo ist das, die Waffenkammer? Na gut, egal. Aber das Messer hätte ich schon gerne. Nicht irgendwas? Nee, okay. Ah, I.
Ach, das ist gar nicht. Okay, was ist denn dann das Messer? Wo habe ich denn dann das Messer? Wenn ich das nicht als Waffe ändern kann? Ist es vielleicht nur ein Accessoire? Nö. Hm, okay. Waffe tauschen. Muss man kaufen? Ach so, ich kann sie kaufen. Das ist ja geil. Ich habe die Erlaubnis, es zu kaufen, das Messerchen. We've got a problem at Manufaktorum HL1736. The primary smelter's been disabled. I'm hearing that there's a demonic infestation involved. Sort it out and get the smelter operational. HL1736 and its Lehman Russ production lines are vital, so don't foul this up. Das ist so krass, wie groß hier alles ist. Das ist richtig schön. Ich meine, ich bin ein Riese und ich bin ja trotzdem nur ein ganz kleines Rädchen. Hier sind alle Dreiecke zersprungen. Oh, das war knapp. Hat aber gut geklappt. Ich habe da eine Box geworfen. Löst einen immer so scheiße weg und er hat vor allem mega Bock auf Kalista. Bei ihm ist das Kalista-Protokoll initiiert worden. Komm jetzt! Fast! Nee, wir müssen sie, glaube ich, jetzt gleich retten.
Und jetzt ist sie verschwunden. Tut mir leid, Callista. Körperteil-Weitwurf. Ey, dieses Kistenwerfen ist wirklich unglaublich bescheuert. Ammo! About charging time! Roger, pass down! So, jetzt hoffe ich, dass wir gleich Callista irgendwo retten. Ich persönlich weiß überhaupt nicht, wo das sein könnte. Aber ich habe so eine Ahnung, dass Hogan das Spiel gut genug kennt, um gleich uns mit den anderen, ja, zu ihr zu führen. Okay, man sieht es ja auch auf der Karte. Callista! Alter! Das war hart. Nein, ich hole sie! Ich hab geholfen! Oh nein! Ein kleines Netz! Ein Stromnetz! Ich kann ja auch schubsen, ne? Oh Mann, das muss ich alles mehr machen. Ja, einmal schützen, danach schubsen und dann hauen. Oh, schade, die Musik war geil. Very highly regarded across the sector. Saint Messalina is central, of course. Never have any bladed found. Schaufel! Kiste ins Auge. Das hat nicht mal was gebracht. Nice.
Oh, das Blätterfaktor. 1000. It's over 9000 Körperteile. This med station is of utility. You're entering the smelter superstructure. Find a way down. Smack in the face! On we go! Into the carking fire as usual! Enemy! Closing fire! Oh, der fliegt, der Kopf ist schon mal zwei Stockwerke nach unten gegangen. Ah, es macht irgendwie echt Bock. Bin gespannt, was da noch für Waffen kommen, wie man das noch weiter ergänzen kann und den Spielspaß erhalten kann. Ich würde sogar fast gerne auch mal die anderen Klassen ausprobieren. Das ist ja schon irgendwie ganz cool, was die alle hier machen. So ein bisschen sich schneller bewegen können und ballern, ohne nur einen Schuss zu haben, wäre auch mal schön. Scheiße. Hatte nicht die Waffe zum... Es ist prächtig. Ganz prächtig. Taschenlampe hätte ich gern, aber die kann man ihm wahrscheinlich nicht anvertrauen. Oh, okay. Habe ich jetzt nicht mit gerechnet, dass da so ein Granätchen kommt. Hat er sich mir den Rücken zugedreht. Ganz großer Fehler. Oh, einfach so reinhalten. Das ist so eine Freude. Danke. Gehen die Türen hier die ganze Zeit immer wieder auf, oder was? Nee, da bin ich irgendwie falsch gehüpft. Ich komme nicht durch. Zu dick. Sorry, Hogan. Da lang. No duty should be considered light when citizens' lives are in the balance. Got a prison for you. Not so loud now, are you? Assault range! Hola!
Das ist das Allerbeste, wenn die so angestürmt kommen. Ne, ne, ne. Aus dem Bild fliegen. So muss es sein. Oh, oh, oh. Ein Einhorn. Alter, der hat sogar einen Abfluss in der Brust. Das kann einem keiner erklären, was das hier alles soll. Ach, der. Na gut, komm. Da, dich suche ich. Neutered. Looks like we've got a med station. Systems. Who wants this grenade? Conditional. Granaten. Heretics aside, it's a carking ghost town down here. Es ist echt so, dass man sich diese Gegend, diese krassen, selbst diese krassen Schmelzöfen sehen toll aus und die möchte man sich eigentlich angucken. Aber man hat gar keine Zeit. Ja, der war schnell, aber auch schnell tot. Ich habe das Gefühl, der muss jedes Mal, wenn ich die Waffe hole, erstmal nachladen. Kiste! Oh. So, durch die renne ich jetzt durch! Wow!
Gern geschehen. Bin gerade draußen und trage eine Maske, weil in Berlin die Leute jetzt schon knallen wie verrückt. Ja, auch einen Tag vor Silvester. Die Berliner sind einfach schneller. Vor allen Dingen schneller verletzt. Die müssen immer in allem die Nummer 1 sein, auch bei den ausgebrannten Augen. Kann ich die auch hier runterschubsen? Scheiße. Na gut, dann so. Ich komme ja schon. Okay, ich habe das Gefühl, dass wir hier... Ach, das war schon wieder. Ich wollte gerade sagen, dass wir hier im Finale sind, aber das war es schon wieder. Okay, Leute, ganz besonders Colonel Hogan für die Organisation. Danke aber auch Kalista und verdammt, jetzt der Name weg. Aber ihr wart gute Partner. Da kann ich mich gar nicht beschweren. Auch sehr toll, würde ich gerne beim nächsten Mal haben, wenn ich sie halt erstmal kaufen kann. Fennell! Fennell war es. Okay, Leute. Sagt mir doch mal in den Chat, wo ihr hin wollt. Und dann schicke ich euch da gleich rüber. Jetzt gibt es kurz ein kleines Fazit. Es sei denn, es gibt hier noch was zum Angucken, ein Video oder so. Ich finde es super. Es macht total Bock. Es ist hart. Und durch diesen Multiplayer-Aspekt und den Arenen-Aspekt natürlich auch irgendwie eingängig. Jeder weiß, was er zu machen hat. Der Tank tankt. Und ihr habt ja gesehen, gegen Ende lief es dann auch. Also einfach ne, immer schützen und drücken. Und dann kommt man eigentlich ohne Verletzung durch. Es macht auch mega Bock, wenn dann so ein Pulk auf einen zukommt und ich jetzt in dem Fall als Tank, macht so einen Bock, da so durchzuhechten. Und bei den großen Gegnern ist es natürlich sinnvoll, weil es strategisch was bringt. Nils, okay. Schicke ich euch zu Nils. Ja, ich finde das cool. Ihr findet es umsonst im Game Pass. Natürlich müsst ihr dann im Game Pass abonnieren, aber beide Warhammer-Spiele, sowohl Total War als auch 40k Dermatide gibt's beim Game Pass mit dazu. Das ist schon mal richtig nice, muss ich sagen. Da ist der Nils. Und er spielt High on Life. Das wird geil. Das ist ein super Spiel. Richtig gutes Spiel. Er ist gerade noch am Anfang. Die Wohnung sieht noch normal aus. Okay, das ist geil, Leute. Kommt direkt rein. Wenn ihr High on Life noch nicht kennt, könnt ihr sehr, sehr gerne jetzt dazukommen. Ihr verpasst nämlich dann gar nichts. Und kriegt mit den besten Anfang eines Spieles zu sehen, den man so bekommen kann. Achtung, ich schicke euch gleich rüber. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich wünsche euch einen guten Rutsch. Vielleicht sehen wir uns morgen auch nochmal. Wenn, dann müsst ihr einfach gucken, ob ich live gehe. Ich wünsche euch nur das Beste. Bis dann, Leute. Macht's gut. Und damit haben wir alle weggeraidet zum Nielsenberger. Okay. Also, ich habe es ja schon gesagt, ein wirklich interessantes Spiel, schönes Spiel, generell schönes Universum. Wer auf dieses Universum Bock hat und einer gehörigen Portion Blood and Gore nicht abgeneigt ist, der wird hier
gut bedient. Der kriegt die Doppelklatsche. Und wenn es jemals eine Mod geben sollte für Bud Spencer und Terence Hill, für Warhammer 40k Vermintide, heißt das Vermintide? Darktide, ich Idiot. Vermintide war das andere. Das war nämlich das, was ich mit den Beans-Leuten gespielt habe. Das war Vermintide. Glaube ich, nur so ein Arena gewesen. Ich weiß es nicht genau. Aber Darktide heißt der neue Titel und ich mag sie alle. Ich mag beide Titel, die ich heute gespielt habe, sehr unterschiedlich. Sehr unterschiedliche Zeiten, Strategien, also vor allen Dingen Genres und auch grafisch deutliche Unterschiede. Und ich muss sagen, beides hat ihre Daseinsberechtigung. Darktide ist halt so ein Left 4 Dead Brezel-Shooter, wo du mit viel Nahkampf und viel Feind, viel eher viel Spaßverkehr hast mit Freunden, wenn man welche hat. Ansonsten findet man vielleicht welche im Spiel. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß, wenn ihr mehr in diese Richtung sehen wollt oder vielleicht auch mal eine Runde Darktide sehen wollt mit dem Ede, dem Nils, dem Kies, weiß ich nicht, Henno, Gnu, wer halt alles noch so da ist in meiner Rotation, der schreibt das doch bitte einfach mal drunter. Ihr helft mir damit, denn die Kommentare helfen nicht nur mir, meinem Ego, sondern auch diesem Algorithmus. Ab 7 Wörtern zählt das als, yeah, das ist ein super Kommentar, super wichtig, dieses Video scheint relevant zu sein. Daumen nach oben hilft auch, aber auch alles andere. Ja, ein Abo wäre auch schön. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Wenn ihr Interesse habt an mehr Kram, dann könnt ihr ja auch euch meinen Game On Podcast angucken. Der läuft auf Spotify, auf Apple, gibt auch GameOn.de, gibt auch ein Patreon dazu. Also ihr könnt, ihr müsst aber nicht auch was spenden. Ihr könnt aber auch einfach nur ein paar Daumen hoch geben, beziehungsweise beim Podcaster eurer Wahl ein paar Sterne. Das würde mir helfen. Und ansonsten, ja, gibt gleich heute, also wenn ich das hier aufnehme live, wenn ihr es jetzt seht, ist es schon da, eine neue Folge, die Folge 21, glaube ich, mittlerweile, mit genau, Donut County im Vergleich mit Katamari, denn Donut County ist quasi ein Reverse-Katamari, kommt tatsächlich auch aus dieser Idee heraus. Das erzähle ich aber alles nochmal im Podcast. Ja, wenn ihr Bock habt, ne? Ansonsten könnt ihr auch gerne weiter Warhammer spielen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal und denkt dran, ich denke an euch. Mich findet ihr hier. Hier warte ich in diesem Videofenster die ganze Zeit auf euch. Ihr müsst einfach nur auf Play drücken und dann geht's ab. Bis dann, Leute. Tschüss. Wann ist der Stuhl glatt? Stuhl? Ja, an was für einen Stuhl dachten Sie? Wann ist der Stuhl glatt? Jawohl! Oh, sonst zum Sitzen, nee. Das ist der Stuhl! Stuhl? Alles, was ich wollte, war ein verfluchter Drehstuhl. Wann ist der Stuhl glatt? Jawohl! Ich hab's gut!